Style RK. Was ist denn RK? Hallo? Finden wir es mal eben raus. Ratings, kritische Treffer. Ob das hier auch irgendwie so abgekürzt ist? Hm. Was könnte es denn sein? Weiß das jemand von euch? Wenn ja, dann sagt's mir. Dann, ich kann damit gerade nichts anfangen. Aber egal, ich lasse es einfach mal drin. Es war immerhin besser. Oha, aua. Kinder. Mach doch sowas nicht. Mal eben durchheilen. Yeah, und stirb jetzt schnell, bevor du mich haust. Na, da hatte ich noch eine in der Tasche. Die haben ja ein Riesenlager hier unten, oder? Oh Gott. Oh Gott, ich kite die mal eben hier raus. Hallo. Oh, dieser verdammte Hexer da drüben. Den mach ich jetzt aber mal kurz kalt hier. Warum ist der nicht gestunt? Wow. Uiuiuiui. Ja. Na, gerade so noch ausgewichen, glaube ich. Und schon wieder ein Amulett gefunden. So, und 19 Silber her schon. Hey, hey. Also ich vermute mal einfach, dass 100 Silber ein Gold sind. Schätze ich einfach mal. Das ist ja meistens so. Und ja, dementsprechend nähern wir uns so ganz langsam unserem ersten Gold. Bis ich dann zum nächsten Händler komme und alles ausgebe. Natürlich. Oder zum Auktionshaus. Zack. Oh, der hat mich aber nicht weggekrittet. Oh, den auch. Ja, die Dolche machen jetzt nicht mehr so mega viel Schaden. Die sind eigentlich hauptsächlich zum Pullen da, habe ich so das Gefühl. Und Stufe 9, cool. Das geht ja echt fix. Und da haben wir schon wieder einen Gürtel gefunden, der nicht identifiziert ist. Oh. Und ich kann es eh nicht identifizieren. Nee. Geht eben nicht. Ich höre hier irgendwas rufen. So, dann machen wir hier mal den nächsten Rang noch von Gewandter Schlag. Das geht doch gar nicht. Warum nicht? Achso, kann ich erst mit 20 Punkten freischalten? Achso. Aber ich will doch jetzt nicht alles auskillen eigentlich. Das finde ich nämlich gar nicht so cool. Hm. Dann skillen wir mal die Geschosswolke doch noch aus. Na gut, kommen wir eben nicht drum rum. Wann wird, ist das denn eigentlich verfügbar? Saboteur, Halunke, der Halunke beherrscht die versteckten Kampftechniken. Feinde werden mit Zeitschaden geschwächt und ein überlegt. Der Henke beseitigt Feinde. Das finde ich ganz cool hier. Herrscht versteckten Kampftechniken. Gucken wir mal kurz. Naja, gut, okay. Damit beschäftigen wir uns später mal. Aber ich finde es was interessant. So ein Dodge-Schurke habe ich damals in WoW eigentlich auch schon ziemlich gefeiert. Finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil man ist einfach viel agiler und macht halt auch Damage, wenn man... Oh, Mist. Und macht halt auch mal Damage, wenn man mal vom Boss-Mob später weg muss. Eigentlich sehr interessant, diese Skillung. Für mich persönlich einfach. Eine Waffe. Oder? Symbol der Erholung. Ja, war eine Waffe, aber nicht für uns. Oh, da ist er. Karsof. Wie schön die Gegner immer ankündigen. Und wie cool er da steht. Und dafür, dass er geflüchtet ist, hat er aber einen schönen Thron hier. Aua. Ja, jetzt. So, wir zappen uns mal kurz durch ihn durch.
und dann den hier und dann nochmal kurz hinter ihn. Alter! Was denn so ein Kram? Ah! Wollte der sich gerade heilen, oder was? Okay, wir haben ihn auf jeden Fall erlegt. Coole Sache. Sehr coole Sache. Was haben wir denn da noch? Aha, wieder eine Info. Und da ist die Krone. Dann haben wir endlich unser Missgeschick, sage ich mal, wieder ausgeglichen. Und haben die Krone einfach mal zurückgeholt. Das finde ich sehr schön. Oh, ach, unsere anderen Dolche hatte Lebensentzug drauf. Alt, hier wollte ich hin. Echt? Geil, Lebensentzug ist ja auch super. Aber das lassen wir mal auf der anderen Hand, weil der hier ist schon nochmal, ja doch, ein Stückchen besser. Würde ich mal behaupten. Geile Sache. Und jetzt sind wir fast 10. Fast 10. Wir sind schon fast groß. So, wir sollen wieder zur Protectors Enclave zurückgehen und ich habe schon wieder was geändert. Hui. Ja, jeder, der mich noch aus einem MMO kennt, wird wissen, dass ich gerne erde. Oder sich gerade an alte Zeiten zurückerinnern, in denen ich auch gerne mal für einen plötzlichen Tod gesorgt habe. Und... Ah, das ist eine Wandbemalung. Boah, die hätte ich jetzt voll übersehen, wären die nicht da gewesen. Aber die habe ich immer mitgenommen. Da sind schon wieder welche. Will die eigentlich nicht killen, aber wobei, na, wir brauchen ja ein Level, ne? Wir wollen ja 10 werden, dann machen wir das doch einfach mal. Muss mir auch gleich mal angucken, in so einem Verhältnis, wie viel EP wir eigentlich bekommen. Aha, da sind wir jetzt gerade. Das ist gar nicht mal so ganz wenig, ne? Also da machen so, ja, 8, 9 Gegner, dann schätze ich mal, so einen Lebensbalken aus. Oh, jetzt habe ich gerade aus Versehen Heilgetränk genommen, obwohl ich mir eigentlich gerade dachte, ah, lass mal lieber. Weil wir gehen jetzt eh zurück. Und zwar zu Protectors Enclave. Gut, gut. Go, go. So, dann kriegen wir dann jetzt wahrscheinlich die nächsten Aufgaben, beziehungsweise erstmal müssen wir natürlich die Krone zurücklegen an den Ort, wo sie auch immer hingehört. Was? Irgendwas macht so seltsame Geräusche andauernd. Und die haben... Na, der sah ja kacke aus auf seinem Pony. Habt ihr das gesehen? Spult doch mal eben ein Stückchen zurück, dann kommt euch dieser kleine, dicke Barbar entgegen oder was auch immer es war. Ja, auf dem kleinen Pony. Das mir ja ein bisschen leid tut, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir den ganzen Spaß mal abgeben. Da schon wieder. Ich will auch ein Pony. Meine leiden wenigstens nicht so. So, wahrscheinlich müssen wir zu Nox, ja genau. Ja, natürlich. Und Nox läuft gleich bestimmt mit der Krone weg. Was ist das? Ein fettes Vieh. Alter. Also die Mounts haben sie nicht so schön hier drin gestaltet, möchte ich mal behaupten. So, Noxy Boxy. Ich habe die Quest hier abgeschlossen. Sprechen wir mal mit ihm. Ja, ich weiß. Und die Krone von Neverwinter ist sicher. Die Rebellion der Nasher zerschmettert, den vielen Opfern von Khazav Gerechtigkeit verschafft. Ich wusste, ihr seid gut. Aber diese Erfolge, ich bin sehr beeindruckt. Achso, gerade falsch betont. Wenn ich daran denke, dass ich euch damals an der Brücke des schlafenden Drachen beinahe abgewiesen hätte. Nun, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Und ihr in Neverwinter geblieben seid. Aber es ist noch nicht vorbei. Nein, natürlich nicht. So, treffen sich mit Feldwebel Creed bei dem gefallenen Turm. Im Turmviertel ist es Aufruhr, die Orks und... aha, jetzt kämpfen wir gegen Orks. Ja, da, da. Ich will jetzt gerade mal nicht so viel lesen. Ein Ostfresse-Dolch. Ja, ich habe alarmierende Berichte und... ja. So.
Okay, ich würde sagen, das passt jetzt gerade mal wieder ganz gut. Ich wollte heute gar nicht so lange spielen. Und das mache ich jetzt auch nicht. Dementsprechend höre ich jetzt hier einfach an der Stelle mal auf. Und versuche mir dann fürs Wochenende mal wieder eine längere Aufnahmesession vorzunehmen. Das wird lustig. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Aber das reicht jetzt erstmal für heute. Ich sag mal tschüssi, macht's gut und denkt dran, liken tut nicht weh. Bis dahin, euer Juvi.